So, okay, zurückziehen. Die bauen die Pyramiden, die Schweine. Ich meine, die meine netten Nachbarn. Gouverneur ist jetzt etabliert. Sehr schön. Wir kommen in ein dunkles Zeitalter. In ein dunkles Zeitalter. Was machen wir dagegen? Nichts. Da sind überall Barbaren. Das ist alles sehr schlecht. Stonehenge. Ach du Heilige. Was mache ich jetzt mit dir? Bitte? Der Einfluss nahegelegener Städte wurde eine hier neu gegründete Stadt zumindest 20 Leute pro Runde kosten. Ihr sollt den Einsatz eures Gouverneurs in der neuen Stadt oder die Gründung an einer anderen Stelle in Betracht ziehen. Aha, die sind doch ewig weit weg. Die sind ewig weit weg. Da kostet das so viel. Ich würde ja gern hier irgendwo gründen, weil das ist nah und Punkt. Gut, ihr müsst jetzt erstmal fliehen. Militärlager, 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 Militärlager. Ich hätte gern eins. An der Straße vielleicht. Das ist ja hier. Relativ da. Passt schon. Hier noch auf Loyalität achten. Ach, was ist denn hier los? Was soll denn das? Ja, ich habe noch keine Brücken erforscht, deshalb müssen wir hier noch über den Fluss dann warten. Toll, wo gehe ich denn hin? Der wird jetzt sowieso in der nächsten Runde sterben. Einmal über die Grenze bitte, über den Fluss, Grenze, Fluss, alles das gleiche. So, toll, ich komme in ein dunkles Zeitalter. Ich habe. Wie an die Äpfel dort am Toten Meere, obgleich sie widrig schmecken, aschenhaft. Okay. Wieso habe ich keinen Zeitalterpunkt dafür bekommen? Ich habe das Tote Meer entdeckt. Wo eigentlich? Wo eigentlich? Da drüben. Oh Gott. Ich komme in ein dunkles Zeitalter. Ich habe noch keine weitere Stadt gegründet. Ich habe Probleme mit Barbaren. Schön. Es klappt doch. Der ist jetzt tot. Naja, Würden die Mächte des Bösen noch verwirrt etwas sein, erkundet. während dein Pfeil sich. So, ich werde jetzt aber die mal aufrüsten. Und dich werde ich auch mal erstmal dahin ziehen und dann aufrüsten. Ich werde euch erstmal hier hinziehen. Dann erforsche ich dies. Mit dir ziehe ich hier hin. Und dich werde ich erstmal heilen. Da. Posen! Polen hat mir mal die Grenzen befestigt. So kennt man sie. In der Stadt heilen die, glaube ich, besser. Hier kann ich ja eh nichts gründen, weil anscheinend das
Laut unseren Geheimdienst befindet sich ein Gouverneur in dieser Stadt, aber es ist nicht bekannt, ob eine Etablierung vorliegt. Ja, es gibt eine Straßenverbindung. Es ist an der Zeit zu entscheiden, welche unserer Errungenschaften, unserer Geschichte wir feiern möchten. Dies wird unser Volk inspirieren, weiterhin auf dem Weg vorwärts zu streben, den ihr gewählt habt. Okay. Die Geschichte geht weiter und die Welt hat ein neues Zeitalter erreicht. Die Zukunft könnte unserer Zivilisation ein goldenes oder dunkles Zeitalter bescheren. Geboren aus den Taten in unserer jüngsten Vergangenheit. Widmung wählen. Da das Spiel ein neues Zeitalter erreicht hat, könnt ihr eine Widmung wählen, um euer Volk in die gewünschte Zukunft eurer Zivilisation zu führen. Die Klassik hat begonnen. Aktuelles Zeitalter dunkel. Historische Momente. Aktuelles Zeitalter nach Zivilisation. Für ein neues Zeitalter beim Wechsel, dunkles Zeitalter 0 von 14, aha. Ihr befindet euch in dem Spiel in einem dunklen Zeitalter. Jeder Bürger übt 0,5 Loyalitätspunkte pro Runde in seiner Stadt aus. Dieser Druck wirkt sich auch auf andere Städte innerhalb von neuen Gewinnen aus über die... Dadurch ist es schwieriger, die Loyalität in euren Städten zu erhalten und die Loyalität von nahen fremden Städten zu beeinflussen. Ihr könnt in eurer Regierung starke dunkle Politiken bestimmen, die aber einen hohen Preis haben. Wenn ihr genug Zeitalterpunkte für ein goldenes Zeitalter im nächsten Spielzeitalter verdient, erhaltet ihr stattdessen ein Heldenzeitalter, wodurch ihr mehrere Widmungen für mehrere mächtige Bonusse wählen könnt. Ihr könnt eine Widmung wählen, die eine zusätzliche Quelle für Zeitalterpunkte in diesem Zeitalter bieten. Wählt eure Widmung für die Klassik. Freie Forschung. Widmungsbonus freie Forschung. Gewährt plus 1 Zeitalterpunkte jedes Mal, wenn ihr ein Heurika auslöst. Plus 1 Zeitalterpunkt, wenn ihr ein Gebäude mit Wissenschaftsgrundertrag errichtet. Stift, Pinsel und Stimme. Widmungsbonus. Stift, Pinsel und Stimme. Gewährt plus 1 Zeitalterpunkt jedes Mal, wenn ihr die... Nehme ich das. Wir sind in ein dunkles Zeitalter gefallen. Auch wenn die Loyalität unserer Städte herausgefordert wird, sollten wir mit genug Bemühungen in der Lage sein, diese dunklen Zeiten zu überstehen. Ach, seht ihr das? Die Welt ist grauer geworden. Kann ich jetzt auch sehen, ob andere auch in ein dunkles Zeitalter gefallen sind? Aber jetzt sieht es ja noch nicht so schlimm aus, ne? Aber es sieht schon sehr grau aus. Dunkle Klassik. Oh. Das will ich haben. Dich lasse ich erstmal stehen. Ich möchte das Gebiet hier erobern. Gleich habe ich einen Bezirk fertig, da kriege ich plus 1. Eine starke Wirtschaft beginnt mit starken, gut ausgebildeten Arbeitskräften. Und wieder haben wir die Möglichkeit, die Macht unserer Regierung zu vergrößern. Wir können sie nutzen, um einen unserer existierenden Gouverneure zu befördern. Okay, dann will ich den befördern, den ich habe. Plus Produktion für Theaterplatz. Muss ich das anwählen, oder?
Paradox-Gebäude in der Stadt und für Campus-Gebäude in der Stadt. Ja, das. Wir sind jetzt bereit zu entscheiden, wo wir unsere Regierungsgebäude bauen wollen. Wir können dies nur an einer Stelle in unserem Reich tun, also überlegt es euch gut. Okay. Okay. Das natürlich. So. Oh, ich habe das Rad entdeckt. Ah, schade, jetzt hätte ich schon 2 Rhythmuspunkte bekommen. Ich hätte jetzt gern einen Schwerkämpfer. Bisschen Armee noch aufbauen. Ihr sagt, ihr würdet im Interesse eures Volkes handeln, aber ich glaube, ihr seid nur neidisch auf meine Beziehungen. Gibt er jetzt gerade mit Bettgeschichten an, oder? Keine Ahnung, was er von mir will. Wir alle schnitzen Stein, stellen Säulen auf oder schneiden buntes Glas, um etwas zu errichten, das viel größer ist als wir selbst. Adrian Clarkson. Eure Hoheit, wir haben größeres Wissen bezüglich des Ja, danke, das weiß ich. Baut eine Eisenmine, habe ich noch nicht. Rad, Forschung. Ah, dunkles Zeitalter sieht schon sehr grau aus. Ich frage mich dann, wie ein goldenes Zeitalter oder gar ein Heldenzeitalter ist. Dann müsste ja alles in glanzvollen Lichtern strahlen. Gut, die Inder helfen mir. Mein Oberhaupt. Wir ziehen allmählich. Je mehr Spezialbezirke wir bauen. Das wird schon. Du bist fertig geheilt. Wunderbar. Du ziehst hinterher. Dann bauen wir mal eine Kaserne. Mit dir ziehen wir dahin. Mit dir ziehen wir dahin. Wo möchte ich denn die Stadt gründen? Ich habe ja noch nicht so viel entdeckt. Ich lasse die jetzt erstmal da stehen. Ui. Ich möchte gerne aus dem dunklen Zeitalter raus. Ich hätte hier eine Straße, Mensch. So, Barbare, das ist dein Ende. Zu schreiben bedeutet zu. Ha! Bogenschütze. Währung wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, was war das? Ah, noch ein Wurf.
ist denn hier mein Kompagnon? Der ist ja auf der Halbinsel ganz weit weg. Ja. Oliven. Hier eine Stadt. Große Baumwolle, Oliven. Weit. Nicht nur unser Land, sondern auch unsere Wasserstraßen können modernisiert werden. Bitte? Ich schlage vor, dass wir nach Gelegenheiten suchen, uns die Ressourcen entlang der Küsten zunutze zu machen. Okay, ich kann meine Wasserstraßen modernisieren. Jetzt ziehst du mal noch ein bisschen weiter. Da ist noch ein Eisen. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht. Ebenso wie unsere Bürger an eure Führungsstärke glauben, beginnen sie an eine höhere Macht zu glauben. Also nochmal mich. Ich denke, es ist klug, diese neue Denkweise zu entwickeln. Vielleicht ergeben sich daraus Vorteile. Das bezweifle ich sehr stark. Das habe ich mir ja gedacht. Gehe ich hier nach unten nicht, da hole ich mir das Stammesdorf da oben ab. Was gibt es hier noch? Noch mehr Eisen. Ah, sehr schön. Feinde gibt es hier auch. Ah, sehr schön. Wupp. Was bekomme ich? Erfahrung. Ja, nehmen wir das. Indien. Die Anzahl der Gläubigen ist gewachsen und es ist Zeit, unseren in einen Pantheon. Australien. John Curtin, I speak for the people of Australia as their Prime Minister. We seek sympathetic allies in the fight against the hawks of war. Ach, Mensch.